In diesem Video schauen wir uns an, was mit Kohlenhydraten nach dem Essen in unserem Körper genau passiert und welche Rolle das Hormon Insulin dabei spielt. Die meisten Kohlenhydrate nehmen wir über stärkereiche Lebensmittel auf, wie Getreide, Hülsenfrüchte und Kartoffeln. Und Stärke war ja nichts anderes als lange Traubenzuckerketten. Den Sonderfall Zucker behalten wir erst einmal im Hinterkopf. Werfen wir zuerst einen kurzen Blick auf unseren Verdauungskanal. Er beginnt im Mund und führt über die Speiseröhre in den Magen. Hier wird die Nahrung für eine Weile festgehalten und dann in kleinen Portionen in den Dünndarm abgegeben. Im Dünndarm findet dann die eigentliche Verdauung statt. Und dieser endet dann nach einigen Metern in den Dickdarm. Die Stärke taucht schließlich im Dünndarm auf. In der Darmwand können aber nur Einfachzucker aufgenommen werden. Dazu muss die Stärkekette zuerst in einfachen Traubenzucker zerlegt werden. Und diese Aufgabe übernehmen verschiedene Verdauungsenzyme. Der einfache Traubenzucker kann schließlich die Darmwand passieren und in das Blut abgegeben werden. Der Traubenzucker gelangt jetzt ins Blut und damit steigt der Blutzuckerspiegel. Immer wenn das passiert, wird das Hormon Insulin ausgeschüttet. Ein Hormon ist ein Botenstoff, der den Zellen sagt, was sie tun sollen. Insulin sagt den Zellen, dass sie Nährstoffe aufnehmen und speichern sollen. Und nach dem Essen sollte auch genau das passieren. Insulin sorgt dafür, dass der meiste Traubenzucker nun in der Leber und in den Muskeln aufgenommen wird. Dadurch verschwindet der Traubenzucker aus dem Blut, wodurch der Blutzuckerspiegel wieder sinken kann. Und im Anschluss daran auch der Insulinspiegel. In den Zellen angekommen, kann der Traubenzucker nun entweder direkt zur Energie verbrannt werden oder er wird in die sogenannten Glykogenspeicher eingelagert. In diesem Fall wird der Traubenzucker wieder zu langen Ketten aufgebaut und zwischengespeichert. Später kann das Glykogen schnell wieder aufgespalten werden, um das Blut und die Zellen konstant mit Traubenzucker versorgen zu können. Insulin sorgt auch dafür, dass andere Nährstoffe aufgenommen und gespeichert werden. So werden zum Beispiel die Aminosäuren, also die Grundbausteine der Eiweiße, verstärkt in die Zellen aufgenommen und gleichzeitig wird die Eiweißneubildung angeregt. Das gleiche gilt auch für Fett. Insulin sagt den Fettzellen, dass sie Fett aus dem Blut aufnehmen und speichern sollen. Hat das jetzt etwas mit Fettwerden zu tun? Naja, bis jetzt noch nicht ganz. Im Fettgewebe wird ständig Fett aufgebaut, aber auch abgebaut. Und dabei wird es entscheidend durch den Insulinspiegel reguliert. Wenn der Insulinspiegel nach dem Essen steigt, beginnt die Fettzelle damit, Fett zu speichern. Wenn er danach wieder sinkt, wird auch wieder Fett freigesetzt und an das Blut abgegeben. Solange der Insulinspiegel nach dem Essen wieder sinkt und auf seinen nüchternen Wert zurückkehrt, haben wir hier gar kein Problem. Das Problem fängt an, wenn er das nicht mehr tut. Bei vielen Menschen ist der Insulinspiegel heutzutage gestört. Und zwar ist er ständig viel zu hoch. Er ist dann schon im nüchternen Zustand erhöht und steigt dann nach dem Essen extrem hoch an. Gerade wenn man Kohlenhydrate gegessen hat. Woran das genau liegt und welche Folgen das hat, werde ich dir in den nächsten Videos noch genau erklären. Denn ein gestört hoher Insulinspiegel hat ziemlich üble Folgen für unseren Stoffwechsel und für unsere Gesundheit. Für den Anfang stell dir einfach mal vor,
wie sich ein dauerhaft überhöhter Insulinspiegel allein auf das Fettgewebe auswirken kann. Das Gleichgewicht zwischen Fettaufbau und Fettabbau ist jetzt gestört und wird sich sehr einseitig zugunsten des Fettaufbaus verlagern. Und das ist dann die wirklich treibende Kraft hinter Übergewicht.